Sehr geehrter Herr Präsident, verehrte Kolleginnen und Kollegen, meine sehr verehrten Damen und Herren, die Grünen, und das haben wir auch gerade wieder rausgehört, die werfen uns in ihrem Antrag vor, dass wir die Digitalisierung als Nebenthema abtun. Das macht deutlich, dass sie selbst gar nicht den Kern der Sache erfasst haben. Denn bei der Digitalisierung, da kann man ja nicht bekanntlich von Haupt- und Nebenthemen sprechen. Sie ist vielmehr ein Prozess und durchdringt im Grunde genommen im Querschnitt alle Bereiche unseres Lebens. Deswegen geben wir dem digitalen Wandel in allen Ressorts den entsprechenden Schwerpunkt im zukünftigen Koalitionsvertrag. Unsere Digitalisierungsstrategie, die muss vor allem, und das müssen wir als Ressort Wirtschaft machen, vor allem wirtschaftlich auch begründet sein. Erstens, wie in der Wirtschaft müssen wir permanent das Kerngeschäft hinterfragen. Und das bedeutet für die Politik, wir brauchen eine schonungslose Bilanz, wo wir stehen und wo auch die Defizite liegen. Denn nur daraus können wir schnelle Verbesserungsmaßnahmen entsprechend entwickeln und ableiten. Und wie erreichen wir das Ziel unserer Strategie? Meine Damen und Herren, mit Glasfasertechnologie, denn das ist mehr Tempo auf der Datenautobahn. Ich sage sehr wohl auch selbstkritisch, es gibt durchaus Regionen, und das weiß ich sehr wohl aus meinem Wahlkreis Diepholz-Nienburg I, ein ländlicher Wahlkreis in Niedersachsen, da warten wir in Teilen immer noch, gerade in den kleineren Dörfern, auf leistungsfähige Netzanbindungen. Und das muss, denke ich, im Jahr 2018 selbstverständlich sein. Immerhin, der neue Rechtsrahmen der EU, der strebt eine lückenlose Versorgung bei der Telekommunikation an. Doch, meine sehr verehrten Damen und Herren, wir müssen die Papiere genau lesen. Die Bundesnetzagentur will weiterhin eine Versorgung von 90 bis 98% der Haushalte. Wenn das so festgeschrieben wird, sind wieder ganze Dörfer außen vor, und das darf politisch in keiner Weise mitgetragen werden. Hier sehe ich ganz klar die Unternehmen in der Pflicht. Sie müssen 100% der Fläche ausbauen. Und ich sage sehr wohl, es ist richtig, dass die Landkreise übergehen. Und das hat mein Heimatlandkreis Diepholz auch getan. Wir haben flächig geprüft, wo Funklöcher sind und wo weiße Breitbandflecken sind. Und ich kann nur jedem Landkreis auch empfehlen, das so zu machen, um Druck auf die Bundesnetzagentur auszuüben. Herr Kollege. Und da ist auch der Deutsche Landkreistag gefordert, als Interessensverband für die Kommunen, das entsprechend einzufordern, damit die Flickenteppiche endlich gestopft werden können. Erlauben Sie eine Zwischenfrage? Ja, bitte. Herr Knörich, danke, dass Sie die Zwischenfrage zulassen. Dieter Janicek von der Grünen Bundestagsfraktion aus dem Digitalausschuss. Wir kennen uns. Sie haben das ja betont, die Langsamkeit beim Breitbandausbau. Jetzt habe ich vernommen, Herr Kauder hat ja vorgeschlagen, dass Sie Veranstaltungsreihen in der Union zum Thema Digitalisierung vornehmen. Vielleicht ist das der erste Schritt nach vorne. Ich habe aber auch den Bundesrechnungshofbericht gelesen, der jetzt veröffentlicht worden ist, zu der Arbeit von Herrn Dobrindt, der dort beschreibt, dass gerade die Unordnung in seinem Ministerium dafür gesorgt hat, dass wir bei der Kostenseite und beim Tempo entsprechend nicht vorankommen bzw. in Schieflage kommen. Da würde ich Sie gerne bitten, dazu Stellung zu nehmen. Und die Frage auch an Sie, sind Sie denn bereit, Kompetenzen zu bündeln, also auch dem Digitalausschuss des Deutschen Bundestages eine solche Kompetenz zu geben, damit wir endlich Prioritäten kriegen, endlich vorankommen bei diesen Themen, dass wir endlich auch ein federführender Ausschuss werden? Herr Kollege, wenn Sie meinen Ausführungen genau zugehört hätten, da habe ich ja davon gesprochen, dass es im Grunde genommen eine Querschnittsaufgabe ist in alle Lebensbereiche hinein. Und das bilden wir natürlich auch ab in den Ministerien. Und Sie haben es ja selber in der vergangenen Periode erfahren, wo Industrie 4.0 als Plattform verantwortet wurde. Und dass natürlich das BMW entsprechend als Wirtschaftsministerium die Unternehmen beigetragen hat. Und Sie wissen sehr wohl auch, dass in den vergangenen Jahren ja gerade unter dem Minister Dobrindt der Breitbandausbau mit 4 Milliarden gefördert wurde. Und dass wir da nicht nur Allianzen in den örtlichen Landkreisen erzeugt haben, sondern der Ausbau kommt ja nun auch zustande. Und wenn ich davon selbstkritisch spreche und sage, wir haben immer noch Dörfer, die nicht ordentlich versorgt werden, so kann ich für meinen Landkreis sprechen und festhalten, es fließen auch 123 Millionen Euro zusätzlich in einem Landkreis in die Breitbandförderung, wo der Bund sich mit 50 Millionen beteiligt. Und das machen wir ja flächig. In 40 Landkreisen des Landes Niedersachsen und das bundesweit. Und das, denke ich, ist eine herausragende Initiative, die der Minister Dobrindt hier in den vergangenen Jahren ins Leben gerufen hat. Und wenn ich von der Bundesnetzagentur gesprochen habe, dann müssen wir ihnen auch weitere Instrumente geben, damit sie auch Sanktionsmöglichkeiten tatsächlich gegenüber den Providern auch umsetzen kann.
Und meine Damen und Herren von den Grünen, auch bei einem weiteren Punkt widerspreche ich Ihnen. Sie sagen Vorrang für Glasfaser. Das heißt aber nicht, dass wir die nützliche Übergangstechnik wie Vectoring völlig abschaffen oder gar alle Kupferleitungen aus dem Boden reißen. Wo wir gefordert Herr Kollege, sind, und ich denke, das ist klar, das ist die digitale Verwaltung. Da sind wir durchaus Schrittmacher, da müssen wir voranschreiben bei dieser Entwicklung. Herr Kollege, Fakt ist, bitte, Herr Präsident. Frau Rösmer würde gerne eine Zwischenfrage stellen. Bitte, Frau Rösmer. Kollege Knörich, dass Sie die Nachfrage noch mal zulassen. Sie haben eben davon gesprochen, dass der Ausbau der Netze eine Querschnittsaufgabe ist. Ich würde eher sagen, die Digitalisierung als Ganzes ist eine Querschnittsaufgabe und der Ausbau von Infrastruktur ist eigentlich eine sehr klare Beschreibung. Und lag es nicht eher daran, dass in der Vergangenheit falsche Entscheidungen getroffen wurden, dass nicht Geld in die Hand genommen wurde, dass auf eine Frequenzversteigerung gewartet wurde und dass genau mit der Vectoring-Entscheidung ja der Ausbau eben eher verhindert wurde, als dass er vorangebracht wurde? Frau Kollegin, Sie haben mich erneut zum zweiten Mal, ich will nicht sagen bewusst, missverstanden. Ich habe immer davon gesprochen, dass das Internet mit dieser Technologie eine Querschnittsaufgabe in alle Bereiche ist. Und da ist nur der Breitbandausbau, die Netze, ein Aspekt. Zu dem, was Sie ansprechen, da kann ich lediglich festhalten, wir haben das doch erlebt. Wir haben das doch zu Beginn erlebt, als wir gesagt haben, wir wollen die Netze aufwerten, insbesondere im ländlichen Raum. Da haben die privaten Unternehmungen erst mal angehalten zu investieren. Da haben sie erst mal geschaut, was kommt denn da an Förderung? So, und da müssen wir mit Subventionen, wenn wir das in diesen Markt hineingehen, bei dieser Wettbewerbsintensivität, besonders darauf achten, was sich daraus entwickelt. Und wir stellen doch jetzt fest, dadurch, dass wir das in den Markt hineingegeben haben, dass wir dort subventionieren wollen, dass wir gerade im ländlichen Raum ausbauen wollen, da sind die erst schneller geworden, die privaten Unternehmungen, versuchen noch das Mögliche herauszuholen. Und das hat auch sehr wohl dazu beigetragen, diese Initiative, dass die Privaten jetzt schneller laufen und diese Datenautobahn besser ausbauen. Aber lassen Sie mich noch zu meinem Thema zurückkommen, wo ich gesagt habe, wir müssen bei der digitalen Entwicklung mehr Schritt halten. Der Föderalismus, der bremst uns hier in Teilen aus. Und ich will Ihnen so ein Stück auch aus meinem früheren Berufsleben berichten, dass ich dort auf der CeBIT-Messe ein internetbasiertes, ein webbasiertes Einwohnermeldewesen aufgebaut habe. Das liegt 22 Jahre zurück. Nicht, dass es diese Wesen nicht heute flächig gibt in den Ländern, aber sie sind bis heute nicht vernetzt. Und das ist letztendlich auch dem Föderalismus geschuldet. Und deswegen brauchen wir auf Bundesebene eine koordinierte Zusammenarbeit mit einem festlichen Zeitraum für diese technologische Umstellung. Wir schlagen zum Beispiel ein digitales Bürgerkonto vor. Damit kann jeder Verwaltungsanliegen mit Bund, Ländern und Kommunen zentral erledigen. Auch im Bildungsbereich, da müssen wir neue Wege gehen. Der Bund will ja 3,5 Milliarden Euro in die Länder hineingeben, den sogenannten Digitalpakt ausgestalten. Und natürlich erwarten wir im Gegenzug auch, dass die Länder mehr Lehrer einstellen und Digitalkonzepte umsetzen. Wir müssen unseren Mittelstand fit machen. Und da haben wir Kompetenzzentren errichtet in den Regionen, flächig, bundesweit. Und wir haben praxistaugliche Strategien mit den Mittelständlern dort erarbeitet, rund um das abstrakte Thema Industrie 4.0, um das auch entsprechend den Firmen nahezubringen. Aber warum geht es jetzt darum, wie Mittelstand und gerade die IT-Firmen weltweit wettbewerbsfit gemacht werden? Was brauchen wir dazu? Wir brauchen erstens eine bessere Risikofinanzierung auch für Start-ups. Denn Existenzgründung, das wissen wir, das ist der Motor für Wirtschaft und Wachstum. Und wir brauchen zweitens mehr Bildungsangebote. Wir wissen, dass die Firmen, die Arbeitnehmerschaft sich verändern muss. Und das dient ja wiederum auch der Fachkräftesicherung. Und ganz wichtig, wir brauchen eine komplette Digitalisierung der jeweiligen Wertschöpfungsketten, damit nicht nur ein Bereich herausgenommen wird, sondern dass es durchgängig zu erfolgen ist. Und deswegen ist eine höhere Kooperation der Firmen untereinander notwendig, denn die Digitalisierung funktioniert nur über Vernetzung. Meine sehr verehrten Damen und Herren, unsere Wirtschaft kann nur im europäischen Verbund gegenüber den USA und Asien bestehen. Nur so erlangen wir Datensouveränität, Datensicherheit, und da ist die europäische Digitalisierungsstrategie außerordentlich wichtig. Und deswegen fasse ich zusammen.
Wir brauchen erstens eine europäische Digitalisierungsstrategie, einen digitalisierten Mittelstand und eine technologische Infrastruktur, die jedes Dorf, jede Gemeinde erfasst und dem digitalen Wandel auch in der Zukunft standhält. Meine Damen und Herren, die Wirtschaft brummt. Seit 8 Jahren haben wir einen Aufschwung. Wir haben ein stetiges Wirtschaftswachstum. Und wenn uns dieser digitale Wandel gelingt, dann werden wir das auch weiterhin so schaffen, dass es weiter gut läuft. Und wir dürfen dabei eins nicht vergessen, entsprechend die Menschen mitzunehmen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Zu seiner ersten Rede rufe ich auf den Kollegen Falko Moors von der SPD-Fraktion.